Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und im heutigen Video möchte ich einen ersten Blick auf Reptilex aus der Masters of the Universe Origins Line werfen. Und hier ist der Schlangenmensch auf der US-Karte zu sehen. Der Charakter hat seinen Ursprung im Vintage-Mini-Comic King of the Snake Man. Dort ist der Krieger in einem einzigen Panel zu sehen, allerdings noch ohne Namen. Für die Masters of the Universe Classics Line hat Axel Jimenez den Charakter dann weiterentwickelt. Hier die Konzeptzeichnung. Der Name setzt sich aus dem englischen Wort für Reptil, also Reptile, und den ersten beiden Buchstaben von Axels Vornamen zusammen, also Reptilex. Wie man bei der Konzeptzeichnung sieht, hätte Reptilex eigentlich eine neu gestaltete Doppelaxt und ein neues Schwert haben sollen. Bei der Origins-Version sind dies lediglich Repaints. Dazu gleich mehr. Und hier nun die Figur auf Karte. Diese ist wieder im Look der Schlangenmenschen gestaltet. Oben das große Masters of the Universe Logo, dann der Name Reptilex und der Untertitel Mercenary Brood of the Snake Man und der gelbe Stern mit dem Modern Posing Retro Play. Und hier Reptilex im Blister. Unten der Snake Man Sticker und dann die Figur selbst. Versprüht meiner Meinung nach einen gewissen Knock-Off-Charme, sieht aber großartig aus, wie ich finde. Der grüne Kopf mit den gelben Augen und dem aufgerissenen Maul mit der schwarzen Zunge. Dann die neu gestaltete Rüstung, der grüne Schild und das grüne Schwert von Triclops. Hier von der Seite. Man sieht hier unten den Schweif, den man hinten an der Hose anstecken kann. Und die Doppelaxt. Hierbei handelt es sich um ein Repaint der Waffe von Ram-Man. Hier noch die andere Seite. Wirklich eine tolle Figur. Und hier noch einmal lose mit dem gesamten Zubehör. Wie gesagt, schade, dass nicht das Schwert und die Doppelaxt der Konzeptzeichnung übernommen wurde. Und hier noch einmal Reptilex voll bewaffnet. Sieht einfach super aus. Und selbstverständlich liegt der Figur auch ein Mini-Comic bei. Leviathan's War. In der Geschichte gelingt es Lord Grasp, ein Portal nach Eternia zu öffnen, sodass Lady Slither dort einfallen kann. Und natürlich kommt auch Reptilex vor. Er hintergeht die Schlangenmenschen und arbeitet mit Skeletor zusammen. Schließlich werden Skeletor und Reptilex aber von Terror und Lord Grasp besiegt und die beiden fliehen. Und es taucht Lady Slither auf und am Schluss ist auch noch King Hiss zu sehen. Und auf der Rückseite des Comics ist Werbung für weitere Figuren zu finden. Und hier wieder die Figur auf Karte. Und natürlich gibt es auch eine schön gestaltete Kartenrückseite. Die Illustration geht hier über die gesamte Karte. Hier rechts in voller Pracht. Sieht einmal mehr großartig aus, wie ich finde. Oben das große Masters of the Universe Logo. Und dann Reptilex, der die Doppelaxt schwingt.
und im Hintergrund das Snake Lair. Und der Gegner von Reptilex ist der, der auch schon auf dem Panel im Mini-Comic zu sehen ist. Eine schöne Hommage, wie ich finde. Insgesamt wieder eine tolle Illustration. Generell finde ich Reptilex absolut gelungen und sehr schön, dass der Charakter zum ersten Mal als Actionfigur erschienen ist. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.